Nicht wahr sein. Wo ist dieser Scheiß? Ich glaube aber, mehr als eine Sache verstecken die nicht unter Wasser. Du kannst gerne noch mal unter Wasser lunzen gehen. Bin ich immer mal wieder. Hast du diesen Steg abgeklappert, sauber oder gründlich? Ja. Da warst du schon. Das war nix. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Versuche ich das oder versuche ich das? Ich glaube, das kann man gar nicht schaffen. Schiete, schiete. Echt auch überlegen. Sind wir wieder da? Wenn die schon hier so an den. Hatten wir eigentlich was gefunden bei diesem nervigen Sprung? Da war kein Rezept oder Bauteil oder so drin. Weil die können doch. Warum sollten die so einen schweren Sprung machen, wenn da nichts ist? Hier noch mal. So. Versuch was anderes. Wo ist denn jetzt unser Kackboot? Da, wo du es abgestellt hast. Und auf welcher Seite der Insel ist das? Ach, direkt unter mir. Wow, ich spring ins Wasser und krieg Schaden. Nicht das, sondern das, dann nehmen wir jetzt mal mit. Ich bin für googeln. Nee, warte mal. Ich will mal was gucken. In der Hoffnung, dass es klappt, was ich glaube. Ich habe schon wieder Rotzeug hier, Öl. Woher das? Bauplan kommt da rein. Kraftgedöns kommt da rein. Ja gut, wenn du noch eine Idee hast, dann bitte, ich habe keine mehr. Ja. Batterie haben wir oben. Ich mache mir jetzt erstmal eine Stirnlampe, denn es wird mir gerade ein bisschen zu dunkel. Wir müssen unbedingt mal eine Ladestation für die Batterien bauen.
Seil und Schrott. Ich weiß, hast du unsere Batteriekiste angeschaut? Ja, die ist so gut wie leer. Und da sind Haufen leere Batterien, ich weiß. So, das. Zieh mal dann an. Oh Gott. Okay, gut, ich baue dann diesen Insektensammler, okay? Ja, mach das. Irgendwas wollte ich doch jetzt gucken. Ach genau. Okay. Ich hab das Teil jetzt. Metalldetektor. Ein Schaufel. Da oben. Hab ich schon. Hab ich schon. Ach, das hast du auch schon frei gemacht, oder? Hab alles schon. Im Dings, nee, freigebuddelt nicht, aber ich hab die Schaufel schon im Gepäck. Ja, aber du weißt, welches ich meine mit freigebuddelt. Ja, da oben war ich ja jetzt auch nochmal gewesen. Jetzt haben wir keine volle Batterie mehr. Oh Gott. Braucht der auch noch eine Batterie, dieser Metalldetektor? Natürlich. Er könnte doch mal auch mit Solarstrom. Dann schreibt das den Machern von Rev, dass die Solarpanels hier einbauen sollen. Oh, ich hab. Hast du die auch? Ja. Oh. Ich hab 4 Bienengläser. Ich muss erstmal was süffeln. Diese ganze Insel auch so unübersichtlich. Hier drüben geht's an Land. Unter Wasser hast du da jetzt alles abgeklappert? Yep. War nichts mehr. Ich habe nichts mehr gesehen, ne? Hm. Bin mir aber ehrlich gesagt bei nichts mehr so wirklich sicher gerade. Ja, zur Not muss man später noch mal gucken, ne? Ach, hier pümmelt doch so ein Hühnchen rum. Also. Gerne wissen, wie breit und wie lang unser Schiff ist. Ist ja eigentlich doch schon ordentlich. Wow, ich habe einen Nagel gefunden. Von denen hast du zufällig nur 40 Stück hergestellt. Das war aber Absicht. Wofür brauchst du die überhaupt noch?
Für die Pfeiler. Ah? Wie ja. Warte mal. Hier sind 3. 4. 5. Was zählst du da? 4. Den Detektor. 5. Also. 4. Oh wow, hier komme ich aber nicht weiter. Ich mache erstmal das hier jetzt, okay? So. Erforschen. Hey, hier nimmt es wieder ab. Okay, dann irgendwo ist hier Metall versteckt, aber die Frage ist, was sucht er für Metall? Weil wenn ich nach unten gehe, geht das von, schlägt das von 5 wieder runter auf 3 und dann auf 2? Ist meine Verständnisfrage. Je kleiner die Zahl ist, desto näher oder desto weiter weg? Desto weiter weg. Ist halt echt merkwürdig. Hier ist halt einfach mal überhaupt nichts. Und endlich. Oh. Eigentlich später entscheiden, wohin. Boah, da hinten schwimmen 4 Fässer rum. Glaubst du, dass das in den Fässern enthalten? Will ich nicht. Nee, kann ja nicht sein. Okay, hier nimmt es wieder ab. Fünf, vier, fünf. Das heißt also, das muss dort oben sein. Aber da war ich doch schon. Vielleicht musst du es wirklich ausgraben. Ich muss ja erstmal den direkten Punkt finden und ich komme immer nur bis auf 5 Punkte und das Ding hat insgesamt 3, 6, 9. Das vielleicht, das ist über dir oder unter dir irgendwie noch sowas? Ich war gerade im Wasser und da hat es nur auf 5 ausgeschlagen. Jetzt bin ich gerade bei 4 und ich bin hier am Hochspringen wieder. 5? Ich bin kurz mal auf K. Ja. 4. 5. 6. Fünf,
6. Okay. Bei 6 hatten wir es hier. Oh wow. So. Ja, yep, er hat mich zu einer Kiste geführt. Und? Fuck you. Nägel, Bolzen, Glas, Scharniere, Eisen. Aber nicht das, was ich wollte. Lol, das war hier eine Höhle. Ja. Also der führt dich zu Metallkisten, also wo Metallschrott drin ist und sowas. Das war's aber. Aber hier ist so viel Zeug unter Wasser. Auch Häuser, die runtergestürzt sind. Das ist ich halt weiß, recht interessant. Wow, und ich habe jetzt für diese eine Kiste suchen, den Detektor zur Hälfte verbraucht. Das ist doch ein Witz, ey. Ging es da unten vielleicht noch weiter? Mit dieser Wasserleitung? Nee, die hat dann direkt dort aufgehört, wo das Rezept war. Okay. Aber ich schwimme hier gerade ein bisschen um die Insel rum, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch irgendwas finde. Sonst nutzen wir zum ersten Mal unseren Joker. Das ist Internet. Hier ist halt wieder der Schlauch. Da brauche ich nicht nochmal nach unten. Da schwimmt ein Pufferfisch. Ein Pufffisch. So, ist hier irgendwas unter Wasser? Außer ein Hai. Das. Das. Das dahin, das dahin. Das hier. Hallo? Oh, wir haben über 20 Bolzen. Wo war verdammt nochmal der Dreck? Dort. So, 20 Minuten. Ja gut, dann werden nicht die Folge hier erst einmal. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a party, warum ist die Klappe?